Das Projekt GoTech schlägt eine Brücke zwischen Industrie, Gewerbe, Schule und Politik. Es bietet ein Zusatzangebot außerhalb der Aufgaben der Schulen und den Berufsbildungspflichten von Industrie und Gewerbe. GoTech ist aus einer Initiative der Industrievereinigung entstanden. Man hat sich Gedanken gemacht, wie man langfristig den Nachwuchs für die technischen Berufe sicherstellen kann. Und anstatt immer so punktuelle Sachen machen, eine Ausstellung da, eine Aktion dort, haben wir gesagt, wir wollen eine permanente Institution schaffen. Der Ursprungsgedanke ist wirklich im ganz frühen Stadium die Faszination Technik wieder zu wecken in den Kindern. Wenn wir ja schauen, in welcher Welt man heute lebt, ist man zwar umgeben von Technik, aber Technik ist wie nicht mehr fassbar, sie ist nicht mehr sichtbar. Und da innen können Kinder Technik wieder selber anfassen. Sie können etwas produzieren, etwas basteln und können dann meistens etwas mit heine, wo sie selber verstehen, wie es funktioniert und die Hause können zeigen, wie irgendetwas funktioniert. Und so Freude bekommen an der Technik. Schulen können das GoTech-Labor, das Herzstück des Projekts, für Kurse und Projekte kostenlos nutzen. Auch außerhalb der Schulzeit ist das Labor für Kinder und Jugendliche zugänglich. Also wir haben im Moment für die Schule 17 verschiedene Kurse im Angebot. Es fängt an über Luft ist nicht nichts bis zu wie funktioniert ein Verbrennungsmotor oder ein Robotikkurs, wo wir jetzt gerade dran sind, ein bisschen Elektronik. Es ist ein sehr, sehr vielfältiges Angebot. Und wir haben im letzten Jahr 2750 Kinder im GoTech gehabt. Lehrpersonen und angehende Lehrkräfte profitieren von einer gut ausgerüsteten Werkstatt und der Betreuung durch Fachleute. Wir haben uns jetzt angemeldet für den Robotikkurs hier im GoTech. Und die Schüler, es geht darum, dass die Schüler wirklich mal so ein bisschen in Kontakt haben mit Robotern. Sie bauen einen zusammen, müssen ihn nachher programmieren. Und das Ziel ist, dass der Roboter am Schluss irgendwelche Figuren fährt, die sie eigentlich vorgeben. Also ich glaube, es ist einfach absolut zentral, dass die Schüler mal mit dem in Kontakt kommen und da überhaupt mal sehen und auch so ein bisschen Einblick bekommen, was macht man denn genau, was sind denn da für technische Berufe, was könnte man dort überhaupt, was gibt es überhaupt. Also ich finde es ganz wichtig für die Jugendlichen, dass sie so Chancen haben und dass Schulen da auch nutzen. Ich finde wirklich, es ist ein mega lässiges Angebot. Ich bin jetzt zum ersten Mal da, ich sehe es zum ersten Mal. Ich finde, die Schüler sind sehr engagiert, sehr gut bei der Sache. Sie versuchen sich einzubringen, sie probieren aus. Und das finde ich ist etwas ganz Zentrales und ich finde es super, dass es überhaupt so Angebote gibt. Und eben darum ist für uns eigentlich klar gewesen, dass wir das mit unserer Klasse ebenfalls so machen wollen. Also gestartet haben wir ja sehr erfolgreich. Wir haben wirklich viele von unseren Zielen können erreichen. Und jetzt ist es ein bisschen der Hauptfokus, ein bisschen schauen, wie machen wir es mit der Finanzierung für die Zukunft, dass das Projekt einfach auf sicheren Beinen steht. Dass das einfach auch mehrere Jahre so weiterlaufen kann, weil es ist auch ein Bedürfnis, das sieht man mit so vielen Kindern, die kommen. Wir versuchen einfach da mit diesen Sponsoren aufzubauen, weiterhin auch können den Kanton da im Boot drin zu haben, unsere Partner natürlich pflegen, die das ja sehr gut unterstützen. Das Verbundprojekt, also, wo die ganze Industrie, wo mit dem Kanton zusammen, zum Teil auch mit Gewerbler zusammen etwas machen, ich glaube, das ist recht einzigartig. Also einfach, dass auch die Arbeitgeber selber eigentlich gesagt haben, hey, wir machen etwas, das ist schon ziemlich einzigartig. Ja, ich freue mich darauf, wenn das weiterhin so erfolgreich ist und wir in der Rekrutierung von unseren technischen Berufsleuten einfach wieder merken, dass das Image sich verbessert hat. Wir spüren das heute schon ein bisschen. Aber dass das wirklich so ist, dass die jungen Leute merken, dass diese Berufe riesige Chancen sind, um einen Karrierestart zu machen. Mein Wunsch wäre, dass jedes Kind vom Kindergarten bis zum Gymnasium mindestens einmal pro Jahr im GoTech war und so eine Grundlage hat, um sich zu entscheiden, um eine Studienrichtung oder eine Berufsrichtung einzuschlagen. Das Projekt GoTech ist Finalist des Enterprise 2017, weil das Engagement der freiwilligen Coaches, der Lernenden aus den verschiedenen Unternehmen und die Mitwirkung der Firmen selbst vorbildlich ist. Wir gratulieren dem Projekt GoTech zum Einzug ins Finale.